Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und hier hat sich das Surrounding geändert. Ich bin nämlich in Schweden. Ja, und ich habe hier das Buch von meiner Tochter mitgebracht. Damit bin ich nämlich nicht fertig geworden, als wir noch in Deutschland waren. Und da wir ihren Geburtstag hier feiern wollen, muss ich das jetzt auch fertig machen und für euch natürlich auch weiterdrehen. So, ich hoffe, das mit meiner Kamera funktioniert wunderbar momentan. Sieht das ganz gut aus. Ich werde ab und zu mal gucken. Ich werde auch mal ein Foto von der Konstruktion machen, die ich hier gebaut habe, da ich meinen Kameraarm und mein Ringlicht vergessen habe. Und ich habe auch meinen Mikroverstärker vergessen. Das heißt, ich hoffe, ihr hört mich trotzdem vernünftig. Ich bin jetzt hier an einem wirklich winzig kleinen Basteltisch, habe mich hier arrangiert, habe schon relativ viel andere Sachen auch schon gecraftet. Nur die habe ich jetzt einfach nicht mitgefilmt, weil es ist wirklich, ich sag mal so, es ist wirklich interessant, was ich hier gebaut habe. Ich hoffe, dass meine Strippe hier nicht im Weg ist, weil nämlich ich habe meine Kamera in zwei Leinen gehängt. Und die eine Leine hängt über einem Kamerastückchen, aber ich glaube, das ist die andere Kamera. Oder der Blitz. Egal. Habt ihr meinen Kanal noch nicht abonniert? Super Gelegenheit. Ich habe Kaffee, es regnet draußen. Es ist wunderschön und entspannt in Schweden. Und ich habe das Buch mitgebracht. Das Buch. Das erste Long Slim Journal, was ich mache. Es macht riesig Spaß. Nur ich habe bis jetzt auf euch gewartet, beziehungsweise darauf gewartet, dass ich mich hier eingerichtet habe und hier wieder drehen kann. Meine Kamera hängt nämlich nicht ganz mittig über dem Schreibtisch und ja, lassen wir es. Zu Hause habe ich wieder das bessere Equipment. Ich habe mein Material mit, ich habe mein Buch mit. Legen wir also los. So. Das ist das, was ich hier alles noch einbauen will, beziehungsweise das ist natürlich fertig und möchte nachher benutzt werden, genauso wie diese beiden kleinen süßen Klammern. Im besten Fall werde ich jetzt heute fertig. Kann auch noch das Flip-Through drehen. Dann habt ihr auf jeden Fall ein Flip-Through der anderen Art, hier aus Schweden. Und ja, also ich will auch gar nicht zu viel Klimbim da einpacken. Ne? Ich habe hier drei Taschen, drei, die ich arrangieren möchte. Ich habe hier jede Menge Kleinkram, eine Handvoll Sprüche. Die möchten hier alle irgendwie einziehen. Und ich will auch gar nicht so viel großartiges Gedöns reinpacken. Ne? Also ich möchte jetzt hier die Sprüche reinpacken und hier und da so kleine Dekorationen. Aber ich möchte jetzt nicht das Ding vollstopfen mit Material. Und auch die Sachen hier, die haben zwar eine Rückseite, die ist okay. Die kann man theoretisch so lassen. Man kann aber auch sie einfach aufkleben und sagen, ja, Rückseite dann halt nicht. Ne? So. Ich hatte da überlegt, ob ich vielleicht an die Rückseite, also ob ich die Dinger so als Text fertig mache, die immer über die Seite stehen und hier so einen kleinen Schnipsel quasi oben am Tagrand haben. Aber da bin ich noch am Überlegen. Da bin ich noch nicht fertig. Das Ding hier ist irgendwie. Oh, mal gucken. Ein Spruch. Ja, das sieht schon wieder ganz cool aus. So, das heißt, ich würde jetzt erstmal tatsächlich die Taschen, die Sprüche und das Kleinkram hier unterbringen. Und dann gucken, wie weit seht ihr denn nach rechts? Na, den Kram seht ihr nach. Das ist sehr gut. Kann ich ja hier mein kleines Lager hinsetzen. Das gehört natürlich so rum, die Türklappe. Jetzt ziehe ich hier mein Lager an aufzuklebenden Sachen auf. Oder diese kleinen Blättchen auszuschneiden, das war vielleicht ein Spaß. So, dann habe ich Sprüche, Taschen und das Buch selbst. Ich halte es in der Mitte. Ja, das sieht gut aus. Yay. Wir nehmen uns einen Pinsel, heißt das Ding. Schlagen das erstmal auf. So, jetzt haben wir hier schon mal so ein kleines Element, das eigentlich ein Slider sein soll, aber gerade nicht sliden möchte. Doch, jetzt möchte es sliden. So. Das möchte ein Slider sein und slidet auch. Sehr schön. Ja, und ich bin am Überlegen, ob ich hier überhaupt noch irgendwie Stempel und sowas reinpacke. Also höchstens kleine, dezente Eckenstempel. Viel mehr will ich hier gar nicht machen. Weil ich möchte eigentlich, dass das ein Buch zum Schreiben ist und nicht irgendwie befrachtet. Moment.
das mal hier hin. Ja, überlegen wir uns jetzt als allererstes mal, wo kommen denn die Taschen hin? Und falls ihr euch wundert, dass ich so ein bisschen verhalten spreche, die Familie schläft noch. Ja, dementsprechend bin ich jetzt ein bisschen... Na, guck mal, wir haben sogar schon Taschen drin. Das ist nämlich schon ein paar Tage her, seit ich die letzten Videos gedreht habe. Naja, ich möchte auf jeden Fall schlafen lassen und bin hier deswegen gerade ein bisschen ruhiger am Machen. Na, hier hatte ich auch noch die Slider-Element reingesetzt. So, hier haben wir auch eine Tasche, da kann auch noch was hin. Also ich habe auch ein bisschen Papier, was ich damit reinpacken wollen würde, aber ein bisschen. Wirklich dezent. So, nun ergibt sich Folgendes. Ich habe zwei gleich lange und eine kürzere Tasche. Die würde ich tatsächlich auf eine Seite bringen und die einzeln. Das heißt, ich habe eine Signatur, wo ich eine Tasche reinbringe und eine Signatur, wo ich mehr reinbringe. Und möglicherweise wäre das gar nicht so ganz dämlich, die hier auf die Seite, wo man eh nicht schreibt, zu packen, oder? Das sagt ihr doch so. Und hier haben wir die Slider-Elemente drin. Da haben wir auch schon Taschen. Hier vorne haben wir auch einen Slider. Warum also nicht diese Tasche hier hinbeamen? Erzählt mir das mal. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Auf der Rückseite dieser Tasche seht ihr, dass ich immer einen Versuch dezent versaut habe, ein bisschen Servietentechnik anzuwenden. Hat zwar funktioniert, hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Dementsprechend habe ich das gestoppt, trocknen lassen und benutze jetzt die Sachen, die ich eigentlich für was anderes benutzen wollte als Taschen. Ist ja nicht schlimm. Junk Journal ist ja, wenn man es trotzdem macht oder anders macht. So, bringe ich das relativ. Spring so mittig auf. Wichtig ist immer, dass man hier auf die Senkrechte achtet. Durch meine interessante Kamerakonstruktion muss ich nämlich das Buch ein bisschen schräg legen. Das heißt, eigentlich muss ich mich auch ein bisschen schräg sitzen. So. Tasche 1 untergebracht. Fokussiert noch. Läuft noch. Ein Traum. So. Next one in line. So, jetzt habe ich hier wieder die Innenseiten. Weil hier habe ich nämlich auch ein großes, dickes Bellyband. Hier habe ich auch noch ein Slider-Element, wo man was hinterstecken kann. Und ich habe auch, wie gesagt, ein paar schöne Adventure-Papiere. Die würden da ganz gut reinpassen. Die sind dünn und sind mal angenehm von der Haptik her. So, jetzt habe ich hier. Ich könnte das natürlich auch hier sein lassen. Was Kleines, was meint ihr? Oder ein bisschen versetzt. Weil ich würde ungern hier diese Area zerstören. Die gefällt mir nämlich durchaus gut. Was sagt ihr denn dazu? Da kommt ja eh nur was Kleines rein. Große Seite kann da ja sowieso nicht rein. Geht eigentlich, ne? Machen wir so gebombt. So. Ich bin mal wirklich gespannt, wie viele Filme ich hier noch in Schweden drehen werde. Ja, also ich habe das Designprojekt oder das Projekt meiner Spaß am Junk Journal Crew, was Jessie ins Leben gerufen hat. Das habe ich nämlich auch noch liegen und bin hier super fleißig dran, am weiter dran arbeiten. Und das hat schon richtig Fahrt aufgenommen. Schon 3 Signaturen fertig. Ich bin allerdings am Überlegen, ob ich euch mal das Flipthrough der Signaturen hier in Schweden drehe. Oder ob ich damit warte, bis ich meine Kamera und mein Ringlicht und meinen Arm habe. Das Licht hier, also ich habe die Wohnzimmerstehlampe umgezogen in mein Bastelzimmer. Mein Bastelzimmer ist quasi der Eingang, den man in Schweden nicht benutzt. Das ist eine ganz lustige Sache. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Schweden kennt. Die Häuser haben einen Haupteingang. Der ist quasi für schön, für Feiertage, für hohe Gäste, für besondere Tage. Und eigentlich wird der nie benutzt.
Also bei den meisten Schweden, die ich kenne, und ich kenne mittlerweile einige, wird der Haupteingang nicht benutzt. Man benutzt einfach den Nebeneingang. Das ist der Alltagseingang. Also der für sonst immer. So, nun ist das so, dass dieser Haupteingang einen eigenen kleinen Windfang hat, der aber noch trotzdem zu zwei Seiten offen ist. Früher bestimmt mal zu war, als man ihn wirklich noch so sonntags benutzt hat. Und da steht ein kleiner Tisch. Ein kleiner Tisch. Also ein Tisch auf einer Nähmaschine. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Und ja, das ist jetzt gerade meine Bastelzuflucht. Und der Eingang an sich, der ist mein Materiallager. Zu meiner rechten ist das Esszimmer, das offene. Und zu meiner linken ist das Wohnzimmer, dessen Eingang ich auch noch für zum Material sortieren benutzt habe, weil das Wohnzimmer auch drei Eingänge hat. Ja, so ergibt es sich, dass ich hier eine kleine Bastelzuflucht habe. So, Taschen sitzen. Zack. So, wir haben vier Stück und drei Stück. Gucken wir mal, was wir hier so zusammentüdeln. Das müssen wir tauschen. So. Eins kommt an eine Signatur, die anderen kommen an die andere Signatur. Ein bisschen Ausgleich. Also ich bin nie dafür zu haben, dass das alles so perfekt symmetrisch oder perfekt aufgeteilt ist. Das mache ich überhaupt nicht. Ich versuche aber so ein bisschen Gleichstand zu bekommen. Genau, hier habe ich auch noch Platz für Papiere oder ähnliches. Das ist doch eigentlich der perfekte Spruch für diesen Wald, oder? Forests are living dreams made to get lost. To get beautifully lost. Gekauft. Oder? And into the forest I go to lose my mind and find my soul. Eigentlich auch schön. Nein, das ist der beste Anspruch. Vor allen Dingen bei diesem tollen Waldhintergrund hier. Die anderen werde ich ja nicht auf Waldhintergründe unbedingt kleben, da ich ja das Designpapier in der Mitte und außen habe. Ja, dadurch, dass ich hier nichts hinterstecken will, kann ich auch vollflächig kleben. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Nutzt ihr die komplette Klebefläche? Oder die komplette Fläche, um sie zu bekleistern? Oh, shit. Immer irgendwie Angst, dass irgendwas absteht. Also wenn man schnell drüber rubbelt, dann fängt das auch nicht an zu glänzen. Natürlich aufpassen, dass hier ein bisschen über den Rand gekleckert. Hier unten eigentlich noch ein Bild. Ja, ziemlich, ne? Wie gesagt, im besten Fall kriegt ihr davon noch ein Foto irgendwie hier mit ins Video gehängt. Wie das denn hier aussieht, wenn ich am Kleben bin. Papier. So. Jetzt haben wir hier weitere drei Stück, die hier irgendwo untergebracht werden wollen. Möglichst da, wo gerade nichts wohnt, also im Sinne von Tasche oder ähnlichem. Ja, das lädt natürlich total ein zum Schreiben. Das Gefärbte. Jetzt sollte ich das hier auf das wirklich krass Gefärbte packen, weil. Ja. Mountain Lake and River of the Elves. River of the Elves passt, glaube ich, hier wunderbar hin. Auch hier unten, das gefällt mir gut. Wie gesagt, das muss gar nicht viel halten oder irgendwas. Wir haben ein paar Plätze für Karten und Papier, das reicht. Vielleicht kann ich ja mit dem Text noch so ein bisschen
ein, zwei, in Anführungszeichen, Taschen oder Ecken createn. So, mich würde natürlich brennend interessieren, auch wenn das jetzt mehr Monolog ist als Dialog. Mich brennend interessieren, nehmt ihr eure Bastelsachen mit in Urlaub oder habt ihr dann, sag mal, Urlaub, also Urlaub ohne Basteln? Ist das denn noch Urlaub, wenn man nicht basteln kann? Wie seht ihr denn das? Ich wäre da tatsächlich mal sehr interessiert dran, was von euch zu hören. Übrigens, das hier ist mein Lieblingsbild, habe ich schon erwähnt. Das lasse ich genauso und packe es nicht an. Also für mich, ich habe erst überlegt, ob ich meinen Bastelkram zu Hause lasse. Nichts craften, nichts drehen, nichts kaufen. Nee, nichts kaufen habe ich nicht überlegt. Das habe ich tatsächlich nicht überlegt. Aber halt einfach das Basteln, Hände in Schoß, ein bisschen relaxen, ein bisschen durch den Wald rennen. Aber spätestens an einem Tag wie heute, und es ist wirklich hart im Regnen, würde ich mich, glaube ich, mega ärgern. Und ich sag mal so, die Signaturen für die Mädels zusammenzustellen und zu bebasteln und betüdeln, ist jetzt nicht das Einfachste der Welt. Also, da muss ich wirklich sagen, habe ich mir ein bisschen einfacher oder schneller vorgestellt. Ich bin tatsächlich gute 4-5 Stunden pro Signatur alleine am Dekorieren. Und da habe ich noch nicht zusammengestellt oder Papier gesucht und so. Und es macht irre Spaß, ich sag's euch. So, hier haben wir wieder eine Tasche. Hier ist das Ende der Signatur. So, irgendwo muss das jetzt hier hinten hin. Jetzt haben wir hier einen relativ weit vorne. So, aber ich möchte einen hier auf der Rückseite sitzen. Das glaube ich noch nicht. Vielleicht. Doch, ich mache den so, dass man was hinterstecken kann. Ich mache den so, dass man was hinterstecken kann. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ohne ein Bastelzeug. Weiß ich nicht, wäre ich wahrscheinlich losgezogen und hätte improvisiert, so wie ich jetzt mit der Kamera improvisiere. Weil ursprünglich hatte ich nämlich gesagt, oh, pff, naja, ich drehe nicht. Ich bastel vielleicht und suche mir Material, aber ich drehe nichts. Dann ist es vor dem Urlaub doch ein bisschen hektischer geworden und ich bin hier mit dem Geburtstagsgeschenk nicht fertig geworden. So, und dann dachte ich mir, drehst du gleich doch was? Das war der Moment, wo ich mein Kameraarm und mein Ringlicht vergessen habe. Ja, was soll ich sagen? Nun sitze ich hier und improvisiere. Wahrscheinlich habe ich die Tasche schräg aufgeklickt. Egal. So, Signatur Nummer 1. Signatur Nummer 2. Hier ist auch so ein schönes Adventures in the Forest. Ich weiß nicht, ob ich das hier vorne hinkriege. Also hier ist kein Spruch. Das passt doch hier eigentlich sehr gut. Still round the corner, there may wait a new road or a secret gate. Ich mache das jetzt erstmal hier als Ecke, also doch so ein bisschen taschenähnlich. Aber wenn es mir nicht gefällt, kann ich das dann noch ankleben. Das ist der Trick. Ich bin da jetzt gerade so ein bisschen unentschlossen. Halte mir die Option offen. Klebe das hier einfach als Ecke auf. So, zurück zum Schwedenabenteuer. Ja, also mir wäre langweilig gewesen ohne mein Bastelzeug. Das mag ganz definitiv. Und ich wäre auch mit den Signaturen überhaupt nicht vorangekommen. Die wollte ich ja auch fertig machen. Also ich meine, für 6 Leute Signaturen machen, kann man jetzt sagen, pff, Kilifitz? Nee.
Das ist kein Killefest. Das macht Spaß, mega. Achso, guck mal. Hier. Hier haben wir so ein. Jetzt bin ich ja mit dem Tablet an. Ich hoffe, es fokussiert noch. Fokussierst du? Ja, du fokussierst im Traum. So, ein Schiebeelement. So, hier ist. Ich sag mal in Anführungszeichen nichts. Das ist aber auch keine Seite, auf die man irgendwie jetzt richtig gut schreiben kann. Ich könnte das hier einfach mitten drauf packen, so ganz plakativ. Magic is essentially the higher understanding of nature. Ja. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, tatsächlich ist mein neues Lieblingswort, falls ihr es ja gemerkt habt. Ich bin hier in Schweden so viel am Englisch und Schwedisch sprechen, dass ich tatsächlich überlege, da war es wieder. Dass ich überlege, ob ich nicht doch mal englische Videos drehe. Weil, also ich habe festgestellt, das macht mir Spaß. Und man muss auch sagen dazu, Schweden ist ein sehr, sehr gutmütiges Pflaster, um Englisch zu sprechen und auch um Schwedisch zu sprechen. Gut, wo sollte man Schwedisch sprechen? Macht nicht so viel Sinn. Nur kenne ich das jetzt aus Frankreich so, wenn man nicht Französisch spricht und sich wirklich so fünf Brocken zusammenkramt. Und ich hatte Latein in der Schule. Ist nicht so, dass ich nicht Französisch hätte nehmen können, aber ich hatte mich für Latein entschieden. Was im Nachhinein betrachtet auch genau die richtige Entscheidung war. Ja, anyway, jetzt bin ich abgeschworen. In Frankreich war das sehr reserviert. Nein, mir ist reserviert. Ich glaube, dann tue ich keinem Unrecht. Mein kläglicher Versuch, als deutscher Tourist Baguettes zu kaufen, das richtig auszusprechen, wurde sehr reserviert angenommen. Und das hat mich ein bisschen geknickt. Ich fand das sehr schade, weil ich mir tatsächlich auch jetzt wirklich, wirklich nicht Französisch sprechender Mensch sehr viel Mühe gegeben habe. Und ja. Das Ende vom Lied war, ich wurde sehr kühl abgefertigt. Und in Schweden ist es so, wenn man hier versucht, Schwedisch zu sprechen, und ich sage, ich spreche nicht viel Schwedisch. Also, ich kann einkaufen, ich kann mich hier auf dem Loppis, also auf den Flohmärkten mit den Menschen unterhalten, ich kann auch handeln, ich kann Kuchen bestellen und Co. Ich könnte jetzt hier nicht arbeiten. Ne? Also, wissens, Schwedisch spreche ich jetzt nicht. Und ich kann auch Schwedisch Reitunterricht geben, das kann ich auch. Also jetzt nicht so richtig, richtig schlecht, aber auch nicht so, dass man hier wirklich sagen könnte, hey, ich ziehe jetzt hierher und werfe mein ganzes Leben, schmeiße ich jetzt auf Schwedisch, das funktioniert nicht. Egal, die Leute freuen sich einfach einen Keks darüber, dass man versucht, Schwedisch zu sprechen und das, was man gerade möchte, auf Schwedisch auszudrücken, auch wenn das wahrscheinlich total stokelig ist. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn ihr in einer schönen Touristenstadt hier, was ich in Köln am Dom trefft, hier irgendwelche Menschen, die nach dem Weg fragen, nach irgendwelchen anderen Sehenswürdigkeiten fragen. Keine Ahnung. Und die bemühen sich, drei Brocken Deutsch zu sprechen. Und dann, also ich helfe denen bereitwillig und ich biete denen auch an, Englisch zu sprechen, wenn ich merke, dass das nicht so läuft mit dem Deutschen. Aber ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei und freue mich darüber, dass jemand sich die Mühe macht, meine echt schwere Sprache, ne? Deutsch ist halt eine schwere Sprache, hier zu sprechen. So, Magic. So, wir haben hier diverse Teile, die aufgehängt werden wollen. Schlüssel, Säule. Und auch hier würde ich die jetzt einfach mal aufteilen. Komm mal in der Mitte der Kamera. Machen wir mal Häufchen. Komm, wir machen Häufchen. So, also zum Sprachthema zurück. Schwedisch ist ein wunderbarer Ort, um mit der Sprache warm zu werden. Weil man einfach auch Bestätigung bekommt dafür, dass man es versucht hat. Man wird nicht gedisst. So, ich sortiere jetzt einfach mal so ein bisschen Tüdelü hier, Tüdelü dort.
Schloss. Da dieses. So. Ja. So ist das. Da kommt die Beine, da kommt das hin. Ja, es macht halt Spaß. Ja, also das. Das Schwedisch sprechen macht Laune, das Englisch sprechen macht Laune, man wird einfach bestätigt, man bekommt, sag ich mal, eine freundliche Rückmeldung in Form von einem Lächeln, in Form von dem Versuch, dann wirklich deutlich zu sprechen. Und die Schweden geben sich echt Mühe, also muss ich mal sehen, geben sich echt Mühe, dann, also immerhin die Schweden, die wir getroffen haben, da kannst du natürlich alle über einen Kamm scheren, ja, bemühen sich halt einfach drum, dann deutlich zu sprechen, dass man sie auch verstehen kann. Ne, so habe ich mich jetzt vorgestern mit einem Flohmarktbesitzer, also muss mal kurz ein bisschen ausholen. In Schweden ist das so, dass es Loppis gibt. Loppis ist mein Flohmarkt. Aber Loppis ist eigentlich der Inbegriff des Superflohmarkts. Weil ja, soll ich sagen. Also jeder Mensch kann hier mal eben einen Flohmarkt aus dem Leben stampfen. Hast du eine Scheune oder sowas? Dann kannst du einfach loslegen und sagen, hey, Leute, ich mache hier einen Flohmarkt. Dann steht ein Schildchen an der Straßenseite, Loppis. So, und oder Loppis öppnet. Oder öppet. Gesagt. Und dann gehst du da hin und hast ja manchmal einen Menschen, der einem Scheune zeigt, mit Sachen drin, und das sind einfach teilweise echt krass ramponierte Sachen. Richtig alt, richtig schrottig oder richtig tolle Sachen, Möbel und alte Schätzchen wirklich. Man weiß nie, was man hat. Es ist wirklich eine Wundertüte. Und ich liebe das einfach, da rumzurufen. Gehen und zu gucken, wen treffe ich wo, welche Menschen treffe ich wo und welche Möglichkeiten eröffnet mir das. Ne, also Möglichkeiten wirklich mal zu schauen, ja, was, wie ist denn das gedacht? So, ne? Also was kann ich da erleben? So, dann ist das so, dass ich da einen alten Mann getroffen habe, der so einen Loppis hat, eine ziemlich große Scheune, wo auch Möbel und zum Freude meiner Tochter Blumentöpfe waren. Und dieser alte Mann, super freundlich, konnte kein Wort Englisch und kein Wort Deutsch. Viele Schweden können nämlich Deutsch, weil sie das als zweite Fremdsprache in der Schule haben. Und Englisch können die sowieso sehr gut, viele von denen, weil sie weil die Filme hier nicht übersetzt werden. Da gibt es einen Untertitel drunter und die Sprache im Film ist halt Englisch. Fertig, Abfahrt. Wenn man das bei uns machen würde, würden die Menschen auch besser Englisch sprechen. Hm. Nur war das wahrscheinlich ein schwedischer Mann, der, ja, sagen wir mal, nicht fernsieht. Und nicht, keine Ahnung, was macht. Was hat sich das jetzt hier? Ich hab's echt gedacht. Ich hab da hier noch so irgendwo einen Titel drin. Ja, der Gute hat einfach mal so kein Englisch gesprochen. Also meine Tochter schon das große P in den Augen. Was machen wir denn jetzt? Kein Englisch, kein Deutsch. Gut, bei Deutsch, ich würde es echt nicht erwarten. Also viele Schweden, wenn die merken, dass man Deutsch ist, dann fangen die wirklich an und bemühen sich mit ihrem Schuldeutsch oder manchmal auch besseren Deutsch. Wollen einem einfach eine Freude machen damit, dass man so willkommen geheißen wird. Ja, und jedenfalls habe ich mich für richtig mit dem Guten unterhalten können auf Schwedisch, weil er einfach, sag mal, Schwedisch in einfachen Worten gesprochen hat. Ne, und langsam, also langsam genug, dass ich es verstehen konnte oder mich darauf einlassen konnte. Und er hat sich total gefreut, dass ich mich mit ihm Schwedisch unterhalten habe. So, und das ist diese Attitüde, so sich einfach darüber zu freuen, dass Fremde ins Land kommen und sich um die eigene Sprache bemühen.
Das macht mir so viel Spaß, dass ich hier einfach viel Zeit verbringen könnte. Oder könnte, kann. Mache ich ja auch. Also viel zu selten, eigentlich auch viel zu wenig. Immer dann, wenn ich hier bin, macht es Spaß und geht es mir gut. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, irgendwo in den Laden zu gehen. Und keine Ahnung, mir jetzt wie zum Beispiel eine schwedische Telefonkarte zu organisieren. Also ich habe jetzt einen schwedischen Telefonvertrag ohne, sag mal, Geld, also ohne Vertragsbindung. Ich habe eine schwedische Telefonnummer, auf die ich Prepaid-Karten kaufen und mir hier ein WLAN aufbauen kann. Das ist, dadurch, dass wir hier mitten im Busch leben, ist das wirklich ein lustiges WLAN. Es ist, also es reicht dafür, um mal E-Mails abzurufen. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt hier direkt YouTube-Videos hochlade und eure ganzen Kommentare irgendwie freudestrahlend beantworte. Das funktioniert leider nicht. Aber immerhin, man geht in den Laden und fragt. Und das ist auch egal, wie gut man in Englisch spricht oder Schwedisch. Das ist, man kriegt Menschen, die einem bereitwillig helfen, die einem was erklären, die einem vielleicht auch was auf der Karte zeigen. Und dann sagt, hey, da musst du unbedingt mal hingucken. Und wenn du was erleben willst in Schweden, dann schau dir mal Folgendes an. Und so haben wir schon die schönsten Tipps bekommen, wo wir noch was finden oder einfach auch Tatsache. Ich dachte, man muss im Pressebüro sein, eine SIM-Karte freischalten lassen. Ja, muss man auch. Es sei denn, die Stadt hat kein Pressebüro. Wie unsere nächste Stadt hier. Hat kein Pressebüro. Konnte ich aber im Internet nicht finden. Da steht nicht, Tankstedt hat kein Pressebüro. Da steht nur, Karten registrierst du im Pressebüro. So. Da finde ich aber Menschen, die sagen, nee, Tankstedt hat kein Pressebüro. Aber dadurch, dass wir kein Pressebüro haben, kannst du deine SIM-Karte in diesem und jenem Laden, der ist da und heißt so und so, den findest du hier auf der Karte, da kannst du eine Karte kaufen und direkt registrieren. So. Und das erzählen die einem breitwillig, ne? Das muss man dir nicht aus der Nase ziehen. Und das finde ich einfach so mega cool. So, jetzt habe ich hier noch einen Schlüssel, der irgendwo hier in diese Signatur möchte. Was hätten wir denn hier? Hier haben wir ein Blatt. Da haben wir nichts, da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was. Da haben wir was, da haben wir was. Ist das opportun, einen Schlüssel mit dem Bart nach oben zu setzen? Nein, das gefällt mir nicht. Schlüssel mit dem Bart nach oben geht mir irgendwie gegen den Strich. Ja. Jetzt habe ich euch hier ein bisschen was über meine schwedischen Gedanken erzählt. Warum ich hier gerne bin. Was mir hier so widerfährt. Dass ich einfach das Thema Sprache liebe. Ja, und das ist dann tatsächlich, es geht so weit, dass ich dann nicht weiß, dass wir nach Schweden fahren. Dann fange ich an, Schwedisch zu träumen. So, jetzt steht mein Mann, glaube ich, auf. Ich würde jetzt einfach mal so weit gehen und werde jetzt hier diese Dekoration weiter fortführen und euch das im nächsten Video präsentieren. Ja, jetzt habe ich tatsächlich hier meine Familie wach gequatscht. Naja, kann ja schon mal vorkommen. Genau, also die erste Signatur. Ich gucke mal eben, wie lang das Video ist. Naja, ich quatsche auch schon 35 Minuten, also kann man ja mal machen. So, 35 Minuten gequatscht. Ich könnte jetzt auch die nächsten Videos einfach mal abmischen. Ah, genau. So, ich dekoriere hier fertig. Und das nächste Video, was ihr sehen werdet, wird dann das Flip-Through sein. Und ich glaube, dann müsste ich, wenn mich nicht alles täuscht, 7 oder 8 Videos zu diesem Long Slim Journal haben. Genau. Und Deko muss ich noch zusammensuchen hier. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das Ding zu craften. Aber ich bin dann nicht am Ende. Ich werde hier noch ein bisschen was tun.
Jetzt wünsche ich euch erstmal schönen Basteltag oder einen schönen YouTube-Video-Gucktag und freue mich, wenn ich euch wiedersehe hier in meinen Videos. Und ja, freut euch aufs Slipthrough. Ich denke mal, dass ich das heute Abend drehe, wenn wieder alle irgendwie im Bett sind. Weil ich nämlich nur noch ein paar Tage Zeit habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, hinterlasst mir Kommentare. Wie seht ihr das mit Basteln im Urlaub? Und ja, ich würde sagen, bis demnächst in diesem Schwebenkino.